A for Arba. The island is first heard of under the Illyrians in 360 BC. Arba is an Illyrian word which means forested, green or dark. The name was probably given to this island because of its rich oak and pine forests. In later Latin documents, it was mentioned as Arbia, Arbiana, Arbum and Arbe. The four bell towers are the most famous landmark of Rab. The biggest one, 26 meters tall, is St. Mary's. It was built in 13th century. On the top of the bell tower, there is a cross with five beads that represent the powers of saints. The other three are the bell towers of St. Andrew, St. John the Evangelist, and the bell tower of St. Justina, the youngest of all four, built in 16th century. In the lower part of the bell tower, there is a music school. Rab has many churches, most of which are in the old town. The most famous one is our ex-cathedral called Assumption of the Blessed Virgin Mary. It was built around 4th century, but restored later on in Romanesque style. There are also two monasteries on the island, one in the old town, the Benedictine Monastery, and one in Campor, the Franciscan Monastery. Das Kloster der Heiligen Euphemie ist ein französisches Kloster aus dem Jahre 1446. Es liegt in Campor und besteht aus zwei Kirchen, der Kirche der Heiligen Euphemie und der Kirche des Heiligen Bernardino. Die Kirchen schmücken schöne Altar und Heiligenbilder. Im Kloster befindet sich auch die Galerie Testen sowie eine Ethnosammlung. Das Kloster ist eine Kultursehenswürdigkeit und wird von den Touristen sehr besucht. Wir Kinder haben Samstag Religionunterricht im Kloster und anschließend spielen wir danach immer dort. Kloster, das erste Gebäude in Campor. Ja, unser Kloster ist das erste Gebäude in unserem Kloster. Welche Kirche ist älter, die Euphemia oder Bernardinkirche? Die Kirche Heilige Euphemia ist älter als die Kirche des San Bernardino. Wie viele Touristen besuchen das Kloster im Jahr? Im Jahr besucht ca. 2000 Touristen unser Kloster. Wie lange hat Ambrosius Testen im Kloster gelebt und gemalt? Bruder Ambrosius Testen hat ca. 37 Jahre in unserem Kloster gelebt und gemalt. Was ist das älteste Exponat im Ethnomuseum? Das älteste Exponat in unserem Museum ist Pergamena von 1446 Jahren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Bitte schön. Tschüss. Den ganzen Insel Rab befinden sich sehr viele und gute Restaurants. In manchen von ihnen werden authentische kroatische Spezialitäten verbreitet. Wir werden Ihnen heute Restaurant Velum vorstellen. Genießen Sie! Rab is a tourist destination and offers many hotels. All of our hotels are rated 3 to 4 stars. All are located on great positions and most have breathtaking sea views. With most of them, you can relax by the pool or enjoy wellness amenities. Rab is an island located just off the northern Croatian coast in the Adriatic Sea. It has a surface area of around 93 kilometers squared and a population of somewhere around 9,500 people. Some say that the shape of the island reminds them of a crab. How do you sell a lot of common here on the restaurant? How do you sell rooms with the Akaren and with Katamaran common? Katamaran befindet sich in der Stadt Rab und die Fahrt aus Lopar und Nischnjapal.
In der Regel wird die Fahrverbindung von Stenica nach Nizhny genutzt. Da gibt es auch Verbindungen der Insel Rab mit der Insel Kirchenburg. Die fahren vom Landungsplatz Lopar auf Kirchenburg bis zum Landungsplatz Lopar an der Nordseite der Insel. Katamaran fährt von Rab bis Reka und von Reka bis Lab, einmal am Tag. Kommen Sie auf die Insel Rab. Mnjak ist ein Berg aus Kalkstein, der sich von Mišnjak im Süden bis zum Lopar im Norden der Insel leitet. Auf Kamenjak befinden sich der höchste Gipfel der Insel, von dem man in einer hervorragenden Aussicht auf die nahegelegenen Inseln und die Berge geschichten kann. Kamenjak ist ein Kulturk von Lab. Da befinden sich viele alte Ruinen, wie zum Barbat eine alte Kirche, popular Heilige Damian genannt. Lavande ist eine romantische Pflanze, besonders schönen Farbe, die in vielen Gärten auf der Insel gepflanzt ist. Die Leute auf der Insel Rab verwenden diese Pflanze für medizinische Zwecke. Dankeschön, tschüss! Medieval Summer Festival. Every year on 25th, 26th and 27th of July, we celebrate the medieval summer festival called Rabska Fiera. More than 400 local costume people show visitors how it once was during the Middle Ages on our island. Crossbowmen from San Marino and Rab are the most interesting part of the program, but there are also knights from Königsberg, jugglers, fire eaters and many more. There are lots of clubs where you can hang out, dance and have a great time on our island. Croatian and international singers and DJs come and have concerts. The biggest nightclub on our island is Santa's, a cocktail bar during the day and a nightclub at night. We also have a few small clubs like Oz, San Antonio or Forum, and a few in Lopar. Die Insel Rab befinden sich an der kroatischen Küste und dieses mediterrane Klima ist besonders für die Oliven gegönnt. Deshalb sind auf Rab viele Olivenbäume einige von ihnen sind schon mehr als 100 Jahre alt. Paradies-Strand ist 2 Kilometer lang und befindet sich im Norden von Lopar. Er ist mit blauer Flagge ausgezeichnet, das ist Symbol für Qualität und selbes Meer. Paradies-Strand ist sandig und flach, was besonders für Kleinkinder ideal ist. Da sind auch viele Restaurants, Kaffeebars und Sportzentrum, in denen man verschiedene Sporte treiben kann. Am Paradiesestrand gibt es auch eine große Röhre mit Wasser. Dieser Strand ist einer der 100 schönsten Strände auf dem Welt. King Edward VIII, the King of the United Kingdom for less than a year, accompanied by his never-destined queen, American lady friend Wallis Simpson, visited our island in 1936. Their visit is considered to be the most renowned tourist visit in the history of Rab. On 11th August 1936, they arrived by boat and visited Rab's most famous site. Local lore has it that the island authorities granted them special permission to bathe naked in the nearby Candarola Bay. After their visit, Rab has become known as a pioneer of naturism. A legend about the protector of Rab says the giant carried the weak, children and elderly across the river until one day
unknowingly, he carried young Jesus to the other side of the river. From that day, his name is Saint Christopher, meaning the one who carries Christ, and it's known as the protector of Rab, its inhabitants, and all passengers and seamen. Sport is one of the most favorite pastimes on the island. Rab is proud to have many sports clubs and talented athletes. It's only natural for an island to have a team good at a water sport, such as kayak. If you are more of a land type, you can also combine water with running and cycling in our triathlon club. If you are more into sports involving a ball, you can also try football, handball, volleyball, boccia, or tennis. Kleine, kleine Kugeln, das Kugeln ist aus Holz, Kunststoff oder Metall. Kleine Kugeln heißt Bolin, das ist Bolin, und die ist rot oder weiß. Bolin ist auch 30 mm groß, die Punkte werden Punat genannt, der die 13 Punkte gesammelt hat, gerannt. Die Kugeln muss man bringen. Other indoor sports include karate or kickboxing. Rab's Karate Club has always been very successful and very popular among students of our school. If you're not into sports but would like to stay fit, there are a few gyms on the island with usual group programs. And if all other options fail, you can always put your trainers on and jog along miles of our seaside promenade. Rab has been a very popular tourist destination in Croatia for over 120 years. It offers nature, cultural heritage, and modern amenities. It has pleasant Mediterranean climate, which means long, warm, and dry summers and mild and rainy winters. Rab has won many awards in tourism. 2011, it was declared an absolute winner in the Destination of the Year in Croatia category, and it gets really busy in the summer months of July and August. The island is full of Mediterranean spirit and is a great choice for those who come to both relax and have fun. Rab is surrounded by turquoise crystal clear sea, and every diver can enjoy the underwater world. The undersea around Rab is rich in canyons, reefs, caves, and sandy areas, home to many fish species and other sea creatures. Be sure to visit Medova Buža in Lopan, an underwater cave once home to the monk seal, after which it was named. Dive in and enjoy the underwater world of harmony, beauty, and silence around the island. There are three villages on our island. When you come to Rab by ferry, the first village is Barbat. Follow the main road, which will take you to Banjul. There you have two ways to go. Three villages are on the right: Mundanje, Draga, and Lopar. And if you turn left in Banjul, there are two more villages you can explore: Palit and Kampor. Every village is special. They have their own nicknames, and some even believe that villages from the same village share personality traits. 35% of the island's surface is covered in woods. The very name Arva, Rab's Illyrian name, means dark forested. We are proud of our Komarčar Park in the center of the town. Kalifront Park Forest and Dundo Forest, both placed in the northwest part of Rab in Kampor. Auf Rab wurden Radwege so voll im Wald als auch an der Küste errichtet, um die Insel mit dem Rad zu entdecken. Auf unserer kleinen Insel gibt es die Möglichkeit, sich eine komplette Tauchausrüstung zu leihen. Einen Tag lang den Meeresgrund und seine Meeresbewohner zu erkunden, sollte jeder ausprobieren, der die Insel Rab besucht. Ebenso ist es möglich, sich einen Kajak zu leihen.
in Begleitung eines Guides fährt man der wunderschönen Küste entlang. Paintball ist eine sehr bleibende Aktivität unter Jugendlichen, die ebenso auf der Insel Raab angeboten wird und garantiert für Spaß sorgt. Wer nach dem Adrenalinkick sucht, ist hier genau richtig. Eine herausfordernde und unvergessliche Erfahrung. Young people can choose to spend quality time practicing often numerous sports on the island or stop by Kotzka, a die in English or der Würfel in German, a place specifically designed so that young people can participate in many other activities in their free time. You can play board games, go dancing or singing, try indoor rock climbing or have a birthday party there. You can also learn to speak different languages. There is no time to feel bored. Das ist alles. Tschüss.